Hallo zusammen, neues Video, Pokémon-Content. Ich habe es versprochen, 1000 Abonnenten, es gibt ein Giveaway. Und ich weiß, dass nicht alle von den 1000, also tatsächlich wahrscheinlich nur ein Bruchteil von den 1000 für Pokémon da sind. Die meisten sind jetzt zuletzt wegen Railway Empire dazu gekommen und auch da mache ich ein kleines Giveaway, nämlich wenn der nächste DLC in Skandinavien rauskommt. Wird es ein Livestream geben oder so und dann machen wir da auch was für euch. Heute aber Pokémon, hier. Es ist wieder so ein bisschen durchsichtig, ne? Also Reshiram und Glurak. Warum muss ich denn das halten? So, ich kann auch die Kamera einfach mal umschalten, dann ist es ein bisschen besser zu sehen. Diese Karte, Reshiram und Glurak, also exakt diese Karte, die möchte ich weggeben. An euch, Zuschauer. Das ist auch gar nicht also irgendwie kompliziert. Ihr müsst 13 sein, das muss man sowieso, um auf YouTube mitmachen zu dürfen. Und wer nicht 18 ist, braucht natürlich die Einverständniserklärung seiner Eltern. Spätestens dann, wenn man gewonnen hat und die Adresse rausgeben muss, damit ich die Karte zuschicken kann. Aber eigentlich vorher schon. Und zwar muss man dafür Abonnent sein, ganz klar. Man muss einen Kommentar hinterlassen. Oh, das kann man hier so aufklappen. Einen Kommentar hinterlassen und zum Beispiel schreiben, welches das liebste Pokémon oder die liebste Pokémon-Karte ist. Das ist der Favorit der aktuellen Erweiterung Welten im Wandel. Das möchte ich gerne wissen. Also ein Kommentar. Welches Pokémon ist das liebste Pokémon oder Trainerkarte aus Welten im Wandel? Und es müssen insgesamt, weil ich habe ja einen sehr kleinen Kanal, es müssen schon ein paar Leute zusammenkommen, weil der Sinn ist ja, dass ich mehr Abonnenten bekomme, ganz klar. Also wenn jetzt sozusagen nur einer da ist und was schreibt, so, dann wäre das ein bisschen komisch, so, wenn, dann ist ja kein Gewinnspiel, ne? Ist ja auch gar kein Gewinnspiel, ist ein Verschenken, wie auch immer. Man muss ja nichts dafür bezahlen. Ich glaube, beim Gewinnspiel muss man dafür bezahlen. Ne? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls will ich euch dafür ein bisschen Zeit geben. Ich denke mal eine Woche. Und dann gucken wir, ob vielleicht 10 Leute zusammengekommen sind. Ja? Also 10 Leute, das wäre das Minimum. Also die Karte hier, die kommt wieder. Ich lasse die mal drin. Die Figur sieht eigentlich ganz nett aus, ne? So leicht aus Gummi, ne? Feuer rundherum. Ja, ist cool. Stelle ich mir irgendwo hin. Vielleicht hier. Kann man das sehen, ja. Kann man sehen. Ja, also 10 Leute. Und einer von den 10 wird es dann. Ja, dann mache ich in der Woche. Also sagen wir mal, das Video kommt jetzt am Mittwoch raus. Also heute ist Mittwoch. Und dann nächste Woche, Mittwoch um 12, gucke ich, wie viele Leute sind es. Und dann machen wir einfach ein Würfelwurf, keine Ahnung. Ja, also muss ich halt, wenn es 10 Leute sind, muss ich halt 2 Würfel würfeln. Oder ein W10 habe ich vielleicht auch noch irgendwo. Und dann ja, es ist halt, zähle ich von oben nach unten durch. Sozusagen. Einer von denen wird es sein. Machen wir die noch auf? Ja, klar, wir machen hier so ein kleines Unboxing. Was haben wir denn überhaupt? Bund der Gleichgesinnten. Ich bin gespannt. Ja. Wir haben eine Codekarte. Und sehen, vielleicht ziehen wir ja noch irgendwas Cooles. Energie, ihr wisst, das ist immer Feng Shui, das muss in die Ecken. Und dann haben wir ein Magneton, ein Bidifass, soll ich weiter ranzoomen? Nee, ne, dann wackelt die Kamera wieder und ich muss hier ewig warten, bis ich weitermachen kann. Duokles, Schnippke, Zapladin, Mediti, FM, Strawickel, Waumboll als Reverse Holo und ein Fasanlob. Ah, was haltet ihr von den Vögeln, von Taubsi und so? Das ist immer, also, ich weiß nicht. Ich spiele nicht gerne gegen diese Stalldecks. Ja. Ich habe neulich gegen Taubsi gespielt, aber dann auch gegen, ich komme nicht mehr drauf. Das war schon eins von den neueren Decks, ja, wo du ewig keine Trainer einsetzen kannst. Und, Codekarte. Und dann, stehst du halt da und kannst nichts machen. Und das ist so, ich sag mal so, wer spielt denn sowas? Energie, jetzt habe ich gegen den Screen geworfen. Boreos, Folikorn, ist so, ja, ist so, kann man nicht machen. Dusselgur, ja, genau die meine ich. Wenig großen Liebling von mir, den mag ich sehr. Kamaup, Milzer, Finneon, Reißlos als Reverse und ein Raichu und Alola Raichu Tech Team. Nice, ich habe leider in Real kein Deck, kein Raichu oder Pikachu Zekrom Deck. Ich habe es online und letzte Woche aufgenommen
eine Deckvorstellung, Pikachu Zekrom. Und habe nicht dran gedacht, dass hier Cosmic Eclipse Welten im Wandel rauskommt und dass eventuell da Karten dann dabei sind, die mein aktuelles Deck ein bisschen obsolet erscheinen lassen. Ja, also ich glaube, dass halt Karten wie Zeraora, die man unbedingt spielen muss, und die Denne, die man ab und zu spielt, problematisch sind mit dem neuen Superfänger oder wie auch immer heißt der Great Catcher Energie. Die Ecke, ich habe vier Ecken im Zimmer, vier Booster Packs, das geht genau auf. Pinsir, Reptane Flexfänger, den lege ich beiseite, der ist wow. Den, ich weiß nicht, habe ich den in meinem Deck, spiele ich den nicht? Auch in Zukunft nicht? Nee, gut. Kann ich weggeben. Voltilam, Lola Vulpix, oh nein, jetzt habe ich gespoilert. Professor Linz, Vorlesung. Und Mimic Magie X, Full Art. Nice, schöne Textur. Krasses Pink. Ich habe, gestern hat Joscha Sauer, das ist so der Zeichner von Nicht Lustig, also so Comics, nicht lustig halt, getwittert, dass irgendwie sein Cousin, Nichte, Tante, wie auch immer, Probleme hat, hier irgendwie, dass der Junge, der Sohn da ankommt, nee, lila, das ist ja Mädchenfarbe und so weiter, und hat aufgerufen, welche Männer, lila und so weiter. Ich habe viel lila, tatsächlich, so meine Deckhüllen, Psycho-Pokémon, Mimikma, also ich mag lila. Auf jeden Fall. Wieso liegen die hier? Die gehören doch hier überhaupt nicht hin. Geht mal weg. Wir müssen hier diese wundervollen Pokémon dort oben hinpacken und die Reverse Holos kommen dann hier. Dann haben wir noch einmal Sonne und Mond Basis-Set. Bin gespannt. Ich weiß gar nicht mehr, was war da so Schönes dabei. Und was habe ich noch erzählt? Ich habe jetzt irgendwas vergessen. Ja, den Faden verloren. Wieso ist der so rum und alle anderen waren so rum? Haben die das irgendwann andersrum gepackt? Naja, wie auch immer. Also jetzt schon zwei super Pokémon. Hat sich gelohnt. Energie noch in die linke Ecke. Und jetzt ist es hier bei mir sehr schön. Pinsir, nee, ich muss es hier hinpacken. Timer Ball ist weg. Also aus dem Standard-Dingens rausgenommen, aus dem Format. Ne? Also kann man nicht mehr spielen. Pelipper, Wingull, Robail, Fukano, Mabula. Ich habe ein schönes, wie heißt der auf Deutsch, komm nicht drauf. Ein schönes Deck, wo man die an gebrauchen kann. Zubat, Makuhita und noch ein Psyana GX. Krasser Scheiß. Also ich meine, eine so eine Packung, die Karte, die ich an euch weggebe, kostet 13 Euro. Ungefähr, 12 manchmal. Und vier Booster Packs, drei Ultra Rares, ein Tech-Team dabei, eine Full-Art. Also, wow, finde ich super, finde ich also krass. Kann ich gleich mal in meinen Ordner sortieren, mit dem ich dann am Mittwoch tauschen gehe. Ja, also, das ist es. So sieht's aus. Psyana GX. Psystrahl. Psychokinese. Mimikma. Perplex. Knuddelkloppe. Und Fallen, Traumangst-Geeks. Und natürlich Raichu und Alola Raichu. Sehr, sehr, sehr gute, wichtige Karte. Ich weiß eben nicht, ob Pikachu Zekrom noch viable ist. Achso, da war ich, ne? Also genau, die Denne. Und Zeraora auf der Bank, immer, also fast immer auf der Bank und mit Great Catcher halt. Sozusagen eine Gefahr, ja, auch eine Schwäche fürs Deck und für die Bank, weil man die einfach holen und ausschalten kann. Das ist also jetzt ein bisschen einfacher geworden. Tandem Shock, Blitztritt, GX, also zwei wundervolle Attacken, die mir schon manches gerettet haben. Jo, und den Flexfinger, den mag ich sehr und der Rest, naja, muss ich mal gucken. Verbrennen viel. Nee, Quatsch, einsortieren. Vielleicht findet sich irgendwann mal jemand, der das tauschen möchte. Also, ich sage danke fürs Zuschauen und nicht vergessen, Kommentar schreiben. Bis nächste Woche, Mittwoch habt ihr Zeit. Und dann gucken wir, wer diese wundervolle Karte dort drüben gewinnt. Soll ich die noch zeigen? Kling, klong, ja, da liegt es richtig. Für euch. Bis dann. Ciao.